Es geht heute weiter mit den Betoninseln. Es gibt da hinten zwar nochmal hier so ein kleines Minispielchen, hier Challenge, und da oben rechts eigentlich auch noch, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, weil, ja, ich habe jetzt einfach Bock mal hier nachzugucken, was hier noch demnächst kommen wird. Schließe den Abschied an, ab, rette die versteckten Worldies. Werden wir machen. Wir laufen hier ein bisschen fortlaufend hier durch die Wasserinseln. Das hier mit Vulkanfeuer, das kommt hier gar nicht gut, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz, das schaffen wir ja schon irgendwie. Wo muss ich denn hin? Ja, einfach schon ins Wasser. Hey, wie geil ist das denn? Ich kann sogar mit dem Feuer ins Wasser. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber egal. Da haben wir sogar noch einen Wasserball. Mit dem können wir auch noch sicher spielen, oder? Ja, der ist irgendwie verschwunden. Das ist immer so die Frage, wenn man so einen großen Bereich hat, wo soll man denn da eigentlich hin? Ah, das ist ein Seehund gewesen. Und da oben? Okay, keine Ahnung, was das war. Ah, da muss man, da muss man Diamanten jetzt suchen. Und da hinten ist... Ich finde es ein bisschen verdächtig hier hinten irgendwie gerade. Ich weiß nicht warum. Oder es ist einfach so der Levelstart hier und da hinten ist... Ist nichts versteckt. Okay. Also ziemlich viel Platz hier gleich zu Beginn mit so einem Wirbelsturm. Also Dings, das ist ein Tornado im Wasser hier. Muss ich jetzt auch mal überlegen, wo ich genau hingehen solle. Weil ich habe das Gefühl jetzt so ein bisschen so in der Welt 2. Oh, Kanone. Wow. Ah, okay, gut, das sind aber... Das ist so eine einmalige Explosion. Okay, also die Kristalle, die muss ich da wahrscheinlich da schon einsammeln. Um irgendwas zu erreichen. Ich habe das Gefühl, wie schon gesagt, auf dieser Wasserwelt könnte es mit der Zeit immer ein bisschen schwieriger werden. Weil ich habe keinen Schimmer, wo ich hier irgendwie genau hingehen muss. Ich gehe einfach so ein bisschen so, wie das Level so einfach fortlaufend ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass da irgendwie im Wasser auch noch was zu finden ist. Ja, Seehund. Ja, seht ihr, das sind jetzt die ganzen Kristalle, geben einen Stern. Oh, okay. Okay, das hat sich hier anscheinend gelohnt hier. Deswegen, wir müssen aufpassen. Ich renne die ganze Zeit in den Gegner rein. Ich kann hier auch ins Wasser. Jawohl, ist das hier Nummer 1 echt gewesen? Ja. 4 Stück sind hier versteckt und das ist hier Nummer 1 platziert, auch beim ersten Käfig. So kann man sich das eigentlich auch gut merken. Aber gibt es ja auch so kleine Zwischenmissionen. Wenn das so weitergeht, sterbe ich hier noch. Hey, was... wo ist mein Feuer hin? Wo ist mein Feuer hin? Hey, Feuer! Ja. Hier, eine Kokosnuss. Leben. Es ist noch ein spezielles Level, findet ihr nicht auch? Es ist, wisst ihr, der Bereich hier zum Erkunden ist ziemlich groß. Und man hat keinen Schimmer, wo man genau hingehen muss. Hier strahlt auch noch was da unten. Wieso strahlt das Zeugs da unten? Ach. Jetzt habe ich schon wieder mein Dings verloren. Wenn es so weitergeht, sterbe ich jetzt noch. Sag mal her. Ah, sieh an. Wieder was Neues hier. Okay, geil. Oh, ich sterbe jetzt denn. Ah, sieh an, jetzt ist das hier nach oben gekommen. Okay, wieder eine neue Kapsel hier. Sag mal hier, wie das hier aussieht. Okay. Boah, also das Level, das ist schon ziemlich herausfordernd, finde ich mal. Muss mega aufpassen, dass man hier nicht irgendwo... ja, falsch durchgeht. Und die Wirbelstürme dort hinten, also die kleinen Wassertornados, weiß ich ja auch nicht. Aber es sieht so aus, als hätten wir hier so ein bisschen so einen Wechsel von den unterschiedlichen Fähigkeiten. Hier glitzert es auch die ganze Zeit. Kleine Katzen hier. Und die ganze Zeit auch da weiterhin unten bleiben. Wow! Also je länger man... höher, sind es länger unten gewesen. Aber tauchen kann ich mit dem Teil nicht, oder? Nein. Das ist wie so ein Dings, das ist ein Bohrer.
Was steht hier oben links auch? Da ist auch noch was drin, okay. Ha! Secret, grüße drei Seevögel. Ja, moin. Das habe ich gar nicht gesehen, wie so ein Seevogel aussah. Warte mal schnell. Grüße drei Seevögel. Muss ich mal nachschauen, wie die aussehen. Dort vorne war er rechts neben diesem Gegner. Seht ihr? Dann fliegt er weg und dann wird es als Secret da angezählt. Ja, und die Dinger sind genau noch weiß, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich am Anfang einen verpasst habe oder so. Aber ich habe das Gefühl, so die Erkundungen werden hier mit der Zeit heftig. Jetzt brauchen wir andere Kristalle. Ja. Aber es läuft ja keine Zeit, also von dem her easy, ne? So, einfach unten durch. Zack. Keine Probleme hier. Da sind viele Dings hier. Oh, auch Diamant darunter versteckt, habt ihr das gesehen, ey? Und da vorne ist auch noch was versteckt. Also ich muss sagen, so das Level-Design hier ist mega speziell. Mal ein bisschen was anderes hier zu erleben. Aber es kann natürlich auch ein bisschen leicht verwirrend sein. Aber hallo, das ist so ein 3D Jump'n'Run Kirby hier jetzt. Wow, okay, jetzt hatte ich Glück. Oh mein Gott, hey! Hey, 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 hey. So nicht. Hey, ich komme nicht nach oben. Jetzt. Ja, und da vorne ist auch noch so einer. Ei, ei, ei. Okay. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe ein bisschen ein komisches Gefühl. Sieh an, was haben wir da hinten? Vollstopfen. Okay, stopfen wir uns da voll. Und was haben wir hier? Hebühne. Ah. Oh. Okay, mega cool. Easy. Eine nice Sache hier. Weg mit dir. Was der Ball ist, weiß ich noch nicht, aber ist ein bisschen verdächtig. Ausspucken. Aha. Das war Nummer 5. Also schwierig ist es jetzt nicht gerade extrem. Man muss schon ein bisschen auf das Leben aufpassen. Wow. Nächster Schatz dort hinten. Hier ist nichts, ne? Ist dort hinten ein Vogel gewesen? Das ist ein Vogel gewesen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, das ist kein Vogel da oben gewesen. Jeder, der sich dieses Video guckt, hat was, wo Vogel. Ja, oben rechts hat so ausgesehen, als wäre da hinten ein Vogel versteckt. Aber anscheinend ist er hier nicht gewesen. Haben wir falschen Alarm. Da vorne ist einer. Ja, moin, Möwe. Ade, ade, adieu. Ja, aber der Stern da vorne, der bringt mich im Fall an einen anderen Platz. Hat in diesem Gebiet jetzt wirklich keinen Vogel mehr. Jetzt schaue ich mich dann noch kurz um. Der Schatz sollte man hier natürlich nicht vergessen, den man durch diese Diamanten aktiviert hat, weil ich wäre fast weggegangen jetzt. Waddle Dee, Nummer 2. Okay, bin ich richtig hier mit der Reihenfolge? Weil wenn ich jetzt falsch gewesen wäre, wäre, glaube ich, da ein Käfig ausgelassen. Also sowas eigentlich bei einem Level. Und ich habe noch was gefunden. Seht ihr das da unten? Der dritte Seevogel. Tja, ich bin eben noch nicht zum Stern dort hinten gegangen. Ich bin alles zurückgeschwommen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich euch das mitteilen soll, wie ich den jetzt da gefunden habe. Aber vielleicht gibt es etwas, was ihr da vielleicht euch da ein bisschen orientieren könnt. Es ist wahrscheinlich ganz am Anfang hier gewesen. Das ist der Anfang hier. Das ist ganz am Anfang gewesen. Der Vogel ist am Anfang hier auf der Plattform gewesen. Ich habe ihn wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Hier war der Vogel. Das ist ganz am Anfang, wo ich bin. Weil er so weiß war, dann hat man ihn nicht gesehen. Also der ist auf der ersten Plattform ganz am Anfang eigentlich. Kaum zu übersehen eigentlich. Weil wenn man da so jetzt genau guckt, dann sieht man ja, dass ich da die drei Seevögel habe und da fehlen da unten noch zwei Fragezeichen. Also ich denke, die zwei Fragezeichen, die werden in diesem nächsten Levelabschnitt jetzt erscheinen. Das ist eigentlich sicher so gut hier. Ich weiß nicht, wie euch das Level gefällt, aber ich finde es, ja, ich finde es noch speziell aufgebaut hier. Bam. Und diese Dings da mit dem Bohrer da ist auch ein bisschen angewöhnungsbedürftig. Da muss man auch ein bisschen aufpassen hier. Auch da unten. Oder lol, was mache ich? Das wollte ich gar nicht.
Ich habe mich jetzt mehr so ein bisschen so auf die Seite hier konzentriert gehabt, was hier los ist. Hey, ich brauche unbedingt Leben, hey. Ja, Nummer 1 hier. Ich habe immer gedacht, ja, vielleicht... Wisst ihr, man guckt ja eigentlich... Wow. Man guckt die ganze Zeit, wow. Man guckt die ganze Zeit so ein bisschen so auf den Weg, wisst ihr? Aber man kommt gar nicht so richtig dazu, um die Umgebung hier zu gucken, wisst ihr? Ja, am besten Leben hier. Das ist eben noch speziell in diesem Spiel. Man schaut sich hier wirklich zu wenig fast um. Also man versucht sich umzuschauen, aber ehe man sich da umschaut, kommt schon das nächste Hindernis, ist der? Ja, wie schon gesagt, mir fehlen da noch 2 Wordle-Dies, aber ich weiß jetzt nicht, wo die denn erscheinen werden. Oh, Leben, geil. Oh, wieder ein Kristall. Okay. Ja, das Spiel nimmt am Schwierigkeitsgrad zu, würde ich jetzt mal am besten auch sagen. Mhm, ist auch gut so. Oh! Okay, ist es jetzt den richtigen Weg gewesen oder nicht? Oh, ich weiß nicht jetzt, ob das jetzt richtig war, aber ich bin jetzt hier wieder was Neues. Und ich glaube, wir kommen zu einem neuen Secret Item. Boing. Ja. Ja, ich muss aufpassen. Ja, da unten ist nochmal einer, lol. Ja, hätte sein können, wisst ihr, weil es gibt ja noch die Secrets hier noch. Darum. Seht ihr, einer ist da, ja, der ist dazwischen. Oh mein Gott. Jetzt fehlt mir der eine dazwischen. Seht ihr unten? Boah. Das sieht eher weniger gut aus gerade. Ha! Secret. Grabe eine Maxi-Tomate aus, okay. Ja, die ist gerade zum. Oh. Im richtigen Moment gekommen. Ja, seht ihr, da vorne ist das Level zu Ende. Da vorne ist das Level zu Ende. Aber wo ist denn der letzte noch? Das kann doch nicht sein, dass er im vorderen Bereich gewesen wäre. Da hinten sieht man die Insel der Schätze. Das ist das sicherlich dort hinten. Dieses Kabel da hinten, schaut jetzt an. Hier ist es am Boden. Lol. Ich bin einfach so an der Linie da ein bisschen so entlang gesprungen und das ist hier geöffnet. So eine Täuschung hier. Die Insel der Schätze. Und jetzt ist tatsächlich auch noch ein Wordle, die drin versteckt in der Truhe, oder? Wow. Erreiche die Insel der Schätze. Und jetzt ist da wahrscheinlich noch ein Wordle drin, oder? Öffnen wir mal die Truhe. Ja, sieh an. Rette ihn. Krass, dass der hier noch in dieser Umgebung hier versteckt war. Wer hätte das gedacht? Hier, Eiscreme hier noch. Level. Jeder schläft so ein kleiner Dings da noch. Das ist mein Platz hier. So. Ich bin hier der Chef. Okay. Und mit dem Stern. Jetzt passiert wahrscheinlich auch noch was mit dem Stern, oder? Okay, voll nett. Der bringt mich gleich jetzt zurück. Okay, gut. Dann muss ich jetzt nur noch ans Ende der Welt schnell. Da gibt es noch ein Tänzchen hier mit Elfi zusammen. Level jetzt abgeschlossen zu 100%. Cool. Und noch eine Kinderüberraschung hier auch. Wow, was haben wir denn hier? Okay. Und weiter geht die Reise. Abgeschlossen. 10 von 10. Und der richtige Stern oben links zu sehen. Wow, schau mal, mein Leben oben links. Es gibt Neuigkeiten hier aus dem Dorf. Ja, Essen, das könnte jetzt Kirby gut gebrauchen. Die 60 Wordle-Dies, die du gerettet hast, haben das Wordle-Dee-Café wieder aufgebaut. Welche Leckereien dort wohl serviert werden? Du kannst den Wordle-Dee-Café spielen. Sei flink und füttere die hungrige Meute. Okay, schau mal, mein Leben, ne, kann ich echt zu Hause übernachten, damit man den wieder da voll ist. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Loading, 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 loading. Hallo, so lange wird das, ich ins Haus brauche? Das nächste Mal cutte ich das direkt heraus. Sag mal jetzt hier, schlaf jetzt mal. Oh, es ist nicht süß. Wow. Nice, ne? Einfach kurz auf der Karte B drücken, hier dahin gehen, eine Runde schlafen und wieder volles Leben haben.
Diese Schlemmeladen werden wir das nächste Mal noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wenn wir mit der Folge wahrscheinlich beginnen. Dafür gucken wir hier noch den Hammerschatz an, so ein kleines Minigame hier. Weil das letzte Level, das haben wir eigentlich recht gut abgeschlossen, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr auch alles gefunden habt oder so. Oder ob es schwierig war. Aber die Dings da, diese versteckte Insel, das war schon noch speziell. Muss ich sagen. So, haben wir ein bisschen so ein Hämmerchenspielchen hier auch. Das Level erinnert mich gleich ein bisschen so leicht an Mario 64. So ein Bowser Castle, wo man irgendwie einfach schnell durchgehen muss. So. Das ist richtig. Wisst ihr, die Dings, diese Levels sind für Speedrunners gemacht. Die Levels schnell beenden möchte. Aber man muss es ja halt auch schnell beenden. Also eigentlich kann man das auch in Ruhe machen, einfach so als Info. Aber wenn man es schafft in der angegebenen Zeit, erhält man halt noch 50 Münzen. Oh. Ich bin einfach da hoch. So. Weil die möchten natürlich das wieder fighten. So. Ich denke, wir waren gut in der Zeit, oder? First Try, Leute. 55. Was? Zielzeit 45? Okay, kein Bock, das zu machen. Wie schon gesagt, man bekommt eigentlich nichts. Also doch, man bekommt schon was. Eben 50 Münzen dazu, aber... Bah. Der Stern da oben rechts für das Upgrade ist wichtig. So. Dann haben wir irgendwo nochmal hier noch was Kurzes noch gehabt hier. Ich habe zwar gesagt, wir machen das erst in der nächsten Folge oder so, aber... Von der Zeit her passt das ja noch hier schnell rein. Graben und zerstören, Bohrerprüfung. Ist ja auch eine gute Abwechslung. Ist nach so einem Level denn so zwei kleine Dings? Challenge, Level der Straße, der Schätze. Bohren, fertig, los. Okay. Was muss ich hier machen? Oh, oh mein... Bin ich jetzt wirklich abgestürzt? So irgendwie, was? Bombenwelle? Ja, das wusste ich gar nicht, dass man sich den Kreis bilden muss. Ja gut, dann muss ich dann auch mal neu starten. Das ist eine gute Übung hier. So. Ja, ist egal. Jetzt habe ich es wahrscheinlich wieder verkackt, aber ist egal. So. Easy. Hätten wir das auch noch hier. So. Ja gut, die besiegt man, glaube ich, eh besser so. Hey. Ja, wenn man natürlich die Explosion hier erzeugt, dann geht das wahrscheinlich schneller. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man sie angreift, geht es auch. Okay, weiter geht's. Ne, ich hoffe, ich schaffe das noch. So. Ich glaube, so geht das schneller, wenn ich sie noch einzeln kill oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon irgendwie. Also, der Border finde ich ein bisschen creepy hier. Also, ist nicht so meins. Hey, hallo, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Wieso kommt hier immer Slow Motion beim letzten, hey? So. Okay. Das ist nicht so meins hier. Lol. Sterbe ich denn noch hier in diesem Bonus-Level? Komm da runter, Junge. Kommen Sie runter. So. Nein, jetzt kommt der Riesenigel noch. Okay. Aber ich kann ja... Ich kann ja auch von unten so nach oben. Das ist nicht so mein Ding. Dieser Bohrer ist nicht so meine Waffe. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Schaut mal die Zeit an. Nein. Ich sterbe jetzt denn. Ja, Zeit. Okay. Oh, ich habe es noch geschafft. Okay, also das war nicht so mein Bonus-Level hier. Seltener Stein. Der seltene Stein. Okay, easy. Cool. Zwei Bonus-Level weniger. Wird ein paar Upgrade-Sachen hier erhalten. Und wie schon gesagt, das nächste Mal geht es da oben rechts dann weiter. Um das war auch noch was, aber das können wir in der nächsten Folge zusammen mischen. Gut. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.